Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Flatout Ultimate Carnage. Und warum? Warum geht die Musik nicht? Oh Mann, ey, bis gleich, Leute. So. Schon viel besser. Ja, den Street Circuits Cup haben wir ja schon geschafft. Ja. Speedway Ride. Machen wir doch gleich. Ja. Ich habe auch zum gegebenen Anlass auch mal nach Auspiektönen gesucht, die man noch so verwenden kann oder die jeder halt verwendet. Und da ist mir auch gleich was, ja. Ja. Habe ich auch gleich was gefunden. Und ja, das müsste ich auch in den letzten Parts verwenden. Weil da einige Worte gefallen sind, die zu. Aber trotzdem versuche ich mich zu beherrschen. Ich meine, gut, ich habe mich so ein bisschen beruhigt schon wieder. Langsam nimmt es wieder Form an hier. Alter, ich bin Vierter. Na gut, Zweiter. Und, ja genau! Was hast du denn für getunten Motor, Alter? Hä? Du blöde Drecks! Verpiss dich! Meine Fresse! Ja, jetzt muss ich den Ton schon wieder nutzen. Alter, ey. Diese blöde Dreckshube, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Wollt ihr mich einfach überholen, ey? Gibt's doch nicht. Und ich wurde abgemeldet. Aber wenigstens hat er das geladen. Und ich kann das dann trotzdem machen. Obwohl, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste. Ja gut, dann mache ich es offscreen. Dann. Weil, ja. Wird ja online gespeichert, der Speicherstand. Da ich das offscreen nochmal machen müsste, ist ja nur drei Rennen. Und machen wir Pinnegroove, wenigstens vier Runden. Machen wir das auch gleich mal. Ja, super. Wo ist denn die scheiß R-Taste? Da. Ich finde die da nicht richtig. Boah, Alter, was ging da? Bam! Bam! Haben die natürlich, die anderen haben natürlich jetzt schon
einen riesigen Vorsprung. Der Vorsprung ist der Hammer. Der Vorsprung, den wir haben. Er versucht ihn einzuholen. Das geht schon ganz gut. So. Ja. Das geht schon nach vorne. Einmal einen Reifen zum Mitnehmen bitte. Jetzt nicht mehr. Das ist schon mal super. Geh von meiner Front. Bam! Jetzt bin ich jetzt schon der Vierte, weil ich so scheiß gemacht habe. Ja. Alter, habt ihr es gesehen? Alter, wie der geflogen ist. Krass. Ja, ich bin noch Dritter. Ich versuche noch Erster zu gehen. Mir fehlt hier so eine Karte wirklich. Ich meine gut, die Karte ist ja unten, unten rechts. Ja, links. Ich glaube, die Martinez ist vorne. Ja, die Martinez. Die hat auch das Auto, was ich haben will. Weil das ist so schön wendig. Das hat so ein geiles Handling einfach. Da kann ich schon verstehen, dass sie Erste ist. Die wird auch Erster werden. Auf jeden Fall. Weil, ja. Einholen kann ich nicht. Ach so, eine Runde habe ich noch. Ach so. Ja, denn ist noch eine Chance offen. Auf jeden Fall. Da ist sie nämlich schon. Dann habe ich ja noch eine Chance, sie einzuholen. Ach Mensch. Hätte ich die aussagen können. Wieso sagst du denn nichts? Ich wollte die Reaktion miterleben. Ja, natürlich. Reaktion miterleben, Alter. Du musst auch für die Abonnenten sein, Mann. Guck mal. Habe ich schon wieder Fehler gemacht, weil ich so geschockt war. Ne? Ja. Schön. Kurz vom Ziel, hier noch umgedreht. Super. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich sag dazu nichts. Nein, ich sag dazu nichts. Nein, überhaupt nicht. Wegen einem verfickten Fehler. Entschuldigung. Aber wegen einem Fehler, ne? Alter, es gibt's doch nicht. Dieser Dreck, ey. Ich bin kotzt. Alter, das geht gar nicht, ey. Wir können ja die Musik noch hören. Wegen einem Fehler, ey. Wegen einem Scheißfehler. Bin ich nur Zweiter geworden, ey. Alter. Vor allem, ich hab die noch vorher.
Ich habe die doch vorher umgedreht. Wie schnell ist sie denn bitte wieder nach vorne gekommen? Das will ich mal wissen. Das will ich echt mal wissen. Die muss doch echt einen getunten Motor haben. Ganz ehrlich. Das ist doch gelitten. Ist doch gelitten, ganz ehrlich. Anders kann es doch nicht sein. Ah. Oh, Entschuldigung. Anders kann es doch nicht sein. Ganz ehrlich. Anders kann es nicht sein, Leute. Anders geht's nicht. Das ist doch behindert, Mann. Weil wie bescheuert ist denn das bitte? Na gut. Ach scheiße. Ja, Martinez ist das erste Mal. Na ja, gut, ist das erste Rennen. Ah. Ah, jetzt muss ich erster werden. Und ich muss die Martinez loswerden. Muss die Martinez loswerden. Das ist mein Hauptziel werden. Guck mal, was für ein schöner Start der Wagen hat. In der Martinez. Weil den habe ich demnächst auch. Den Wagen. Und mit dem werde ich demnächst richtig anfangen. Ich habe Hut im Auto. Ich habe Hut im Auto. Auf der Hutablage, weißt du? Immer noch das Hütchen drin, Alter. Na gut, gleich nicht mehr. Warte mal, ich muss ab und zu mal einen Zug nehmen. Von der Deutschen Bahn versteht sich. Weil der verspätet sich immer, deswegen kann ich zwischendurch auch mal fahren. Und den Flugzeug und das Flugzeug hier mitnehmen. Ich will jetzt kein Flugzeug vom Aldi. Deswegen ist es explodiert. Meine Scheibe hat sich gerade auch verabschiedet. Eine Heckscheibe. Er ist auch unnötig. Das ist unnötiger Ballast einfach. Kann man machen. Urin ist auch ein Scheiß, ey. Ja, ich versuche meine Verzweiflung hier zu kaschieren. Das ist das Einzige, was ich versuchen kann. Außer hier zu fahren. Oder? Was ich nochmal anmerken muss, weil hier bei Ultimate Candy sieht das Wasser extrem realistisch aus. Also, eben wo ich das eine Wasser gefahren bin. Sah schon extrem realistisch aus. Und ja. Erstmal noch einen Zug nehmen. Also sorry dafür. Oh. Ja, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich weiß. Darf nicht rauchen. Der Zug, der kam mir echt scheiße. Ist wie bei der Deutschen Bahn. Das ist das Gleiche. Wenn der Zug kommt, ist er scheiße. Ja, Alter! Lass mich nicht lenken! Und dafür habe ich ihn gegen Baum gesendet. Das Wasser eben, ne? Ich liebe ja also Wassertexturen sind ja echt schwer darzustellen. Finde ich jedenfalls. Also ich bin jetzt kein Programmierer oder so. Aber bei den ganzen Spielen, die ich schon gezockt habe, und den einen habe ich gerade überrundet,
Curtis Wolf ist Schrott. Ja, aber in den ganzen Wassertexturen, die ich bisher schon gesehen habe, ist bei Flatout, finde ich, die realistischste, die ich je gesehen habe. Also, das sieht schon echt geil aus. Das sieht schon, ist schon echt so, als man wirklich, ja, da kriegt man echt Bock auf ein Vollbad. Also, ja, badewannenmäßig, nicht, dass ihr denkt, hier, ich will jetzt ein Vollbad wachsen lassen. Ah, den Witz habe ich eigentlich schon gedacht. Warum? Ich finde das einfach so und ja, ich bin endlich wieder Erster, Alter. Boah, das ist der Oberhammer. Was sagt die Martinez? Vierter! Ja! Gute Chance für mich. Ja, aber das Wasser bei Flat Ultimate Kanish, das sieht so extrem geil aus immer. Es ist unfassbar, wie geil das immer aussieht. Kann ich eigentlich mal was anderes machen? Was mit Stone Skipping? Ich will mal Stone Skipping machen, aber es... Nee. Na gut, einen Part mache ich noch. Ich meine gut, ich widerspreche gerade meiner Aussage vom letzten Part, dass dieser eigentlich der letzte sein soll. Aber ich mache noch einen. Und dann mache ich Stone Skipping und guck mal. Und zeige mal, wie geil das Wasser aussieht. Na gut, ihr habt das schon gesehen, aber von etlichen Parts. Aber das will ich nochmal zeigen. Alter, es ist einfach zu geil. Drei Runden. Desert Oil Field. Oh mein Gott. Das sah erst aus wie Water Camel, aber... Ich freue mich schon drauf. Also, Alter, würdet ihr gerade meine Fresse sehen, ne? Boah. Ich bin mich so drauf freuen gerade, ey, ganz ehrlich. Oh mein Gott, Das kann ja schon wieder werden. Naja. Okay. Hey, warum so demotiviert, würde ich sagen. Jetzt startet auch wieder die richtig geile Musik von Flatout, Painkiller Ultimate Punish, natürlich. What the fuck? Von Painkiller, Hell on the Nation. Farbe schon wieder. Ja, ich weiß, zu dem zu den Kakteen, die man hier so umfahren kann, die gab es eigentlich schon vorher bei einem anderen Spiel. Die gab es bei Need for Speed. Ich weiß nicht, ob das bei Need for Speed gab oder noch irgendwo anders. Ich kann mich nur ganz vage dran erinnern als Kind. Da habe ich was auf der... Ich weiß nicht, war das auf der PlayStation 1? Oder... Das muss auf der PlayStation 1 gewesen sein. Weil Computer hatten wir damals noch nicht. Weil mein Bruder, der hatte irgendwas gezockt gehabt und da konnte man Kakteen umfahren und als Kiddie habe ich das extrem abgefeiert und da habe ich die mal so, wo ich so Rennen gefahren
wo ich so Rennen gefahren bin, habe ich das immer gemacht. Und irgendwann hat mein großer Bruder halt, weil ich war ja noch jünger als mein älterer Bruder, und hat er sich schon bedankt bei mir, weil ich das Rennen gemacht habe und auch geschafft habe, obwohl ich nur die Kakteen umgefahren habe und ich halt nur auf die Kakteen konzentriert. Ja, das hat er abgefeiert und ich weiß zwar nicht, wie ich denen da was freischalten konnte und gewinnen konnte, aber ja, gut, ist lange her. Ich kann mich nur ganz dunkel dran erinnern. Sorry Leute, ich mache das nicht mehr. Ja, ich. Alter, das Ding hat. Der Part hat schon wieder Überlänge. Ja, das habe ich halt abgefeiert. Mit den Kakteen einfach. Und mein Bruder hat das halt abgefeiert, dass ich ihn mal ein bisschen weitergebracht habe im Spiel. Weil ich auch gewonnen habe und so. Alter! Das war krass. Wieder geflogen ist einfach. Ja, nur mal ein Kaktus mit. Kakteen sind super. Boah. Ich hätte mal damals ein Foto von machen müssen. Oder generell. Weil meine Eltern, die haben einen Kaktus, der sieht aus wie ein gut, das zensiere ich mal nicht. Der sieht aus wie ein Pimmel mit zwei Hoden dran. Ne? Das sieht aus wie ein Gemächt einfach. Und ja gut, ich zensiere es doch, weil Gemächt ist besser als Pimmel zu nehmen. Ja. Ja, das sieht aus wie ein Gemächt einfach. Und das sieht schon echt geil aus. Das als Kaktus. Dass es Kaktus zu haben, ist nochmal echt geil. Mann, was ist denn das? Na gut, ich bin Vierter, aber Alter. Ich feige gegen alles. Das ist doch krank. Und wie rumliegt, Alter? Zieh es mal rein. Und wie weit sind die denn schon wieder vorne, Mann? Wie weit sind die vorne, bitte? Ich meine, gut, ja, ich versuche, die einzuholen, aber wie weit sind die denn schon wieder vorne, bitte? Die müssen doch echt einen getunten Motor haben, ganz ehrlich. Das ist doch krank. Nö. Oh Mann, schon 24 Minuten, Leute. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich das im nächsten Part weiter fortführen. Muss ich halt pausieren. Alter! Ja, drei Runden sind für mich jetzt ein bisschen scheiße. Das ist echt blöd. Hey, fahr doch mal ordentlich her. Wo, ich fahr auch. Du fährst ordentlich, ne? Ja, ja. Sehr gut. Ich muss mein Handy schon wieder nass machen, weil es irritiert mich. Auch wenn es nicht blinkt, aber. Oh Mann! Ich würde es trotzdem mal sagen, weil es schon Überlänge ist. Würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kommentar da lassen wäre auch sehr schön. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mich auch abonnieren und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.